Unsere Themen am Montag: Pücklers Briefe wieder zurück in Branitz, Baustart auf Bahnhofsparkplatz und Cottbusser Unternehmen sollen globaler werden. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben vermummte Schläger das Check-off am Strombad gestürmt. Dort fand eine Feier von Absolventen der medizinischen Fachschule statt. Etwa 20 Mann haben gepöbelt, randaliert und auch zwei Frauen geschlagen. Die Polizei konnte 9 Tatverdächtige festnehmen. Einige von ihnen waren als Gewalttäter aus der Fußball- und rechtsextremen Szene bekannt. Sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der Angriff sei wohl politisch motiviert gewesen. Das Check-off gilt als Treffpunkt für die linke Szene der Stadt. Die Polizei ermittelt. Die englische Parkgestaltung war eine große Inspirationsquelle für Fürst Pückler. Viele Ideen für seine eigenen Parks kommen von dort. Seine Reisen durch das Land hat er genauestens dokumentiert, und zwar in der Form von Briefen. Die können nun im Schloss Branitz gelesen werden. Sie sind die neuen Glanzstücke im Schloss Branitz. Selbst die Queen hatte sie schon in der Hand. Die Rede ist von den Briefen eines Verstorbenen, geschrieben von Hermann Fürst von Pückler. Am Samstag wurden sie feierlich dem Pückler-Museum in Branitz als Dauerleihgabe übergeben. Das ließ sich selbst Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht entgehen. Ursprünglich dienten die Bücher im Vorjahr als Gastgeschenk der Queen für den Bundespräsidenten Joachim Gauck. Doch nun sind sie in die Heimat zurückgekehrt. Ich bin auch der Queen, aber auch dem Bundespräsidenten sehr dankbar, dass die Bücher sozusagen an ihren Geburts- und Bestimmungsort wieder zurückkehren und hier in die größte und beste und schönste Pückler-Sammlung überhaupt zurückkehren. Und ich glaube, es wäre auch im Sinne des Fürsten, dass sie hier in Branitz jetzt präsentiert werden. Das sind ja seine Eindrücke im Wesentlichen auch von den Reisen, die er gemacht hat, unter anderem auch Reisen nach England. Deswegen wurden sie in England auch sehr gerne gelesen. Aber es ist natürlich schön, sie wieder hier in Branitz zu haben, und das bereichert die Ausstellung, die wir hier haben, ungemein. Pücklers Briefe begründen seinen Ruf als Reiseschriftsteller. Während seines mehrjährigen Aufenthalts in England zeichnete er damit ein einzigartiges Bild der englischen Gesellschaft zur Zeit des 19. Jahrhunderts. Stiftungsdirektor Gerd Streit freut sich, die Bände den künftigen Branitz-Besuchern präsentieren zu können. Die Queen hat diese Ausgabe ausgesucht, sie in ihrer königlichen Buchbinderei noch mal neu binden lassen. Sie hat sie dann dem deutschen Bundespräsidenten geschenkt bei ihrem Staatsbesuch im letzten Jahr hier in der Bundesrepublik. Und jetzt kommen diese Bücher als Dauerleihgabe mit Billigung des Bundespräsidenten nach Branitz und künden praktisch für ein Stück Kulturgeschichte und Kulturtransfer des 19. Jahrhunderts. Und das finde ich ganz großartig. Ausgestellt werden die Bücher in der Bibliothek des Schlosses. Denn hier gehören sie hin, hier sind sie zu Hause. Die Gesundheitskita Spreewald-Ludgi in Burg bekommt eine große Geldspritze. Brandenburgs Landwirtschafts- und Umweltminister Jörg Vogelsänger hat am Freitag einen entsprechenden Förderbescheid überreicht. Knapp 2,1 Millionen Euro gibt es für einen Ersatzneubau und die Sanierung der Außenanlagen. Hinzu kommen etwa 650.000 Euro, die die Gemeinde selbst übernimmt. Durch die Erweiterung kann die Kita künftig mehr Plätze anbieten. Außerdem soll das Gebäude energieeffizienter werden.
Cottbuser Unternehmen müssen globaler arbeiten. So sieht man das zumindest beim Bundesforum Mittelstand. Der Verband will dazu beitragen und Kontakte knüpfen. Im Stadthaus gab es deshalb den mittlerweile 4. Außenwirtschaftstag. China, Russland oder Polen. 3 Länder, die in den letzten Jahren ein Wirtschaftswachstum hatten. Auch wenn dieser zurückgeht, für Unternehmen bilden sich immer noch gute Chancen, in diesen Ländern erfolgreich zu sein. Das Bundesforum Mittelstand hat sich beim 4. Außenwirtschaftstag im Stadthaus mit neuen Perspektiven auseinandergesetzt. Da viele Unternehmen, gerade auch hier in der Region, Kontakte haben, nicht unbedingt zu Mittelamerika, aber zu Polen, zu Russland, vielleicht auch schon zu China. Und die brauchen ein Netzwerk wie das Bundesforum Mittelstand, um die Kontakte zu knüpfen, um dann gesichert in diese Länder gehen zu können, zumindest mit einem Rucksack an Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Fehler will man ja nicht doppelt machen. Da helfen wir als Bundesforum und versuchen, hier diese Netzwerkbildung zwischen Mittelständlern zu knüpfen. Als Präsident des Bundesforum Mittelstands und zugleich als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens weiß Thorsten Ladwig selbst, wie schwer es ist, im Ausland durchzustarten. Sein Erfolgsrezept ist, ehrlich und fair gegenüber Partnern zu sein. Für eine gute Zusammenarbeit ist aber auch das Wirtschaftliche eine wichtige Komponente. Das Bundesministerium hat deshalb eine Stelle für Wirtschaft und Kommunen geschaffen. Dirk Schwenzfeier ist seit einem halben Jahr der Beauftragte für das Amt. Er hat in Gesprächen erfahren, dass die Bürokratie viele Unternehmer abschreckt. Insgesamt fordern die Unternehmer, dass die Dinge für sie einfacher gemacht werden, unbürokratischer und schneller und klarer. Der Wille ist da, zu investieren in Entwicklungsländern. Sie würden aus viele auch sicherlich ohne staatliche Unterstützung investieren, aber staatliche Unterstützung kann Hürden abbauen, kann helfen, Hürden zu überwinden. Und das muss in der Tat offensichtlich schneller und einfacher gehen. Das nehme ich von hier als sehr, sehr starke Botschaft mit. Und da müssen wir zu Hause Hausaufgaben machen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber auch in Zentralamerika sieht das Bundesforum Mittelstand gute Chancen für Unternehmer. Sie haben darüber schon letztes Jahr im Stadthaus gesprochen. Ein erstes Ergebnis ist zum Beispiel die solare Bewässerung. So kann mit dem Solar Seed System unabhängig vom Stromnetz Wasser aus der Erde gefördert und zur Verfügung gestellt werden. Alles durch die Kraft der Sonne, gerade in Wüstengebieten ein Vorteil. Von Solarenergie ist auch die Botschafterin von Nicaragua überzeugt. Bei uns ist es sehr wichtig, was Solaranlagen betrifft, weil in Nicaragua wir gerade jetzt Lösungen suchen für die Landwirtschaft. Aus Grund des Klimawandels, wir wollen auch klimagerechtere Möglichkeiten finden, die uns helfen, auch die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen zu lösen. Der 4. Außenwirtschaftstag war für das kooperative Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und Wirtschaft äußerst wichtig. Die hiesigen Unternehmer können mit ihren Technologien Menschen in anderen Ländern helfen. Das Bundesforum Mittelstand baut somit Brücken von der Lausitz in die ganze Welt. Der Bahnhofsvorplatz ist ab sofort eine autofreie Zone. Dort darf nicht mehr geparkt werden. Der nächste Schritt hin zu einem modernisierten Bahnhof hat begonnen. Mehr dazu in den Kurznachrichten. Baubeginn am Bahnhofsvorplatz. Am Wochenende hat am Bahnhofsvorplatz an der Ostseite des Hauptbahnhofs der Umbau begonnen. Bis 2019 sollen die Arbeiten andauern. Der Vorplatz soll dann zum Verkehrsknotenpunkt für Busse und Straßenbahnen werden. Autofahrer müssen sich nun auf Behinderung einstellen. Als Ausweichparkplatz dient der Park-and-Ride-Parkplatz an der Westseite. Ersatzhaltestellen für Busse sind eingerichtet. Fahrradkodierung gegen Diebstahl. Auch im September haben Fahrradfahrer die Möglichkeit, etwas für die Sicherheit ihrer Räder zu tun. Am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr sind alle zur Fahrradkodierung in den Verkehrsgarten eingeladen. Mitzubringen sind der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis. Die Kodierung kostet 3 Euro. Kinder benötigen die Einverständniserklärung ihrer Eltern. Dienstagsmarkt jetzt vor der Stadthalle. Ab morgen wird der Dienstagsmarkt vom Oberkirchplatz auf den Stadthallenvorplatz verlegt. Das gilt voraussichtlich bis Ende Oktober. Grund sind die vielen Bauarbeiten im Stadtzentrum. Über die Rückkehr zum Oberkirchplatz wird nach Abschluss der Bauarbeiten rechtzeitig informiert.
Die rot-rote Landesregierung plant für 2017-2018 Stellen in der Justiz zu streichen. Nun hagelt es Kritik von der CDU. Der rechtspolitische Sprecher Danny Eichelbaum wirft der Landesregierung vor, die Justiz im Stich zu lassen. Der Stellenabbau würde vor allem Staatsanwälte und Richter treffen. Schon heute können die Strafkammern ihre Arbeit kaum bewältigen. Die Folge von weiteren Stellenkürzungen werden noch längere Gerichtsverfahren, zusätzliche Strafrabatte für Straftäter und noch mehr Entlassungen von Untersuchungsgefangenen sein, so Eichelbaum. In der Sandower Straße wurde gefeiert. Dort gibt es seit vielen Jahren ein Geschäft, welches die Lebensqualität ihrer Kunden nachhaltig verbessert. Da kann man sich, zumindest kurz, einmal selbst auf die Schulter klopfen. Sehen und verstehen. Sandra Reda bei ihrer Arbeit. Freundlich, kompetent und äußerst genau. Minute für Minute, Woche für Woche, Jahr für Jahr. 8 Jahre betreiben sie und ihr Mann Alexander Reda das Geschäft, wo das Sehen und Verstehen in Kombination funktionieren. Wer oft zu einem Sehtest muss, kennt diese Tafeln sicher längst auswendig. Bei Sandra Reda erwartet sie weit mehr als nur der klassische Sehtest. Für jeden Kunden werden zwischen 60 und 90 Minuten eingeplant. Zuerst die Diagnostik, dann die individuelle Aufklärung und Beratung und letztendlich die richtige Therapie mit einer Brille, die all das erfüllt, worauf es ankommt. Das Geschäft in der Sandower Straße ist sehr gut aufgestellt, um die aufkommenden Probleme bei den Sinnesorganen Augen und Ohren zu behandeln. Die Kombination aus Optik und Akustik funktioniert ganz gut. Beim Hörgeräte anpassen findet man halt immer raus, dass die Leute immer die Hörgeräte weit weghalten, weil sie nicht richtig erkennen. Die brauchen dann einen Sehtest. Umgekehrt bei meiner Frau, wenn die einen Sehtest machen, verstehen die halt die Frage immer falsch, dann kriegen sie von uns Hörgeräte. Jeder, der möchte, kann bei der Wartung und Anfertigung der Brille oder Hörsysteme dabei sein. Die im Empfangsbereich gelegene Werkstatt ist Kommunikations- und Arbeitsplatz zugleich. Das Anpassen von Brillen und Hörgeräten bedarf einer sehr exakten Arbeitsweise. 8 Jahre in diesem Job ist für beide kein Grund, um ihren hohen Anspruch zu ändern. Vielmehr wollen sie zielstrebig ihre Unternehmensphilosophie weiter verfolgen. Dass wir mit dem, womit wir angefangen haben, das auch weiterhin betreiben. Ein kleines, eigenständiges, familiäres Unternehmen bleiben, dem Kunden dadurch die Individualität einfach bieten können. Einfach das weitermachen, womit wir angefangen haben. Mit Seele und Herzblut dabei bleiben und das Motto Sehen und Verstehen Mal für Mal zum Thema machen. Das ist der Anspruch für die nächsten Jahre. Zum 10. Jubiläum werden sich die beiden dann sicherlich in der Sandower Straße direkt neben der VR-Bank was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Dann stellen wir mal wieder einen Verein aus Cottbus vor. Skateboard und BMX-Fahren steht diesmal im Mittelpunkt. Wir sehen uns dann an gleicher Stelle wieder. Bis dahin. Tschüss. Feiern Sie mit uns den 3. Geburtstag auf dem Erlebnishof Gut Neusackrow. Ein Fest für die ganze Familie mit großer Tiershow. Probieren Sie unsere Bioprodukte aus dem Hofladen. Staunen Sie bei der Ausstellung alter Landmaschinen. Spaß gibt's bei einer Fahrt mit der Ackerbanane, dem Traktor oder mit der Kutsche. Für gute Stimmung und Wohlbefinden sorgen Blasmusik und Ochse am Spieß. Der 3. Geburtstag auf dem Erlebnishof Gut Neusackrow bei Forst. Sonntag, den 2. Oktober ab 10 Uhr. Hier vereinen sich die Künste zweier starker Manufakturen. Das Landsgrund Brauhandwerk aus Görlitz und die süße Kunst der Schokoladenmanufaktur Felicitas aus Hornow. Ein elegantes und hopfenbetontes Festbier. Dazu eine extra kreierte Zartbitterschokolade mit einem Hauch Hopfen und fein gemahlenem Malz. Die Sonderedition Edel. Ein doppelter Genuss von Festbier und Schokolade. In limitierter Auflage, nur für kurze Zeit. Oh.
dein Team dein Spiel unter fupa.net/Brandenburg. Die Nacht wird überwiegend klar. Regnen wird es nicht, es bleibt relativ mild bei Werten um 10 Grad. Am Dienstag erwartet uns ein sonniger Herbsttag. Bis zu 10 Sonnenstunden können es werden, nur wenige Wolken ziehen auf. Es geht dann schon wieder gut los, in den Morgenstunden sind bis zu 16 Grad angesagt. Die Tageshöchstwerte liegen bei angenehmen 20 Grad. Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de. Gutes aus der Region und Herbstkirmes. Am 1. und 2. Oktober in der Spreegalerie Cottbus. Hofläden, regionale Erzeuger und Handwerker präsentieren ihre Produkte. Probieren Sie frisch gepresste Obstsäfte aus alten Apfelsorten. Weine, Öle, Backwaren, Ziegenkäse, Kräuter und Tees und andere regionale Spezialitäten. Viel Spaß gibt es bei den lustigen Kirmesspielen und im Streichelzoo. Herbstkirmes in der Spreegalerie. Am 1. und 2. Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Für Sie öffnet nun zum 10. Mal die alte Chemiefabrik in der Vorweihnachtszeit ihre Türen. In der Zeit vom 25. November bis 17. Dezember steht alles unter dem Motto Lametta, Sternchen und Dinner. Party, Spaß und Unterhaltung gepaart mit kulinarischen Genüssen garantieren eine tolle Weihnachtsfeier. Lassen Sie sich von Edwina de Potter and Friends durch die Show begleiten. Staunen, lachen und wundern Sie sich über Gesang, Pantomime und Kraftakrobatik. Buchen Sie noch heute und sichern Sie sich Ihre Plätze für die atemberaubende 10. Weihnachtsshow. Lametta, Sternchen und Dinner. Informationen und Reservierung unter Cottbus 48 666 00 oder unter www.alte-chemiefabrik.de.